Hallo Leute und herzlich willkommen zu Folge 13 von Running Red. Ja, nach unserer Fail-Entscheidung vom letzten Mal, indem ich einfach im Buch irgendwas gewählt habe und dann auch noch, naja, egal. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt für den Weg von Pneumatic Craft wohl entschieden, so wie ich das richtig gesehen habe. Hier können wir immer noch nichts weitermachen und hier dürfte auch nichts drin sein, ne. Obwohl ich ehrlich gesagt noch kein Pneumatikcraft sehe bis jetzt. Also ich sehe hier unsere neue Rüstung. Ich sehe hier weitere Sachen aus Blood Magic, Bienen. Ah doch, Pneumatikcraft. Okay. I see. Okay, so. Aber wir brauchen eine ganze Menge Enderperlen und das könnte jetzt gerade ein Problem sein. Also müssen wir uns eventuell mal hierauf stürzen und uns die hier holen. Wir brauchen nämlich insgesamt 32 Stück, um die Bases of the Death zu machen. Bases of the Death. Und dafür brauchen wir halt auch wieder eine Menge Blut. Aber mir ist gerade aufgefallen, wir haben keinen Blood Orb mehr. Den scheine ich wohl im Grabstein im Nether zu haben, aber... Da ich da momentan nicht wirklich hinkomme, würde ich sagen, nehme ich mir einen von unseren teuren Diamanten und mache mir einen neuen. So, und jetzt können wir uns das Sigil wiederholen. Und dann arbeiten wir an der Water Sigil Geschichte. Wie sieht es hier eigentlich aus? 900 habe ich noch drin, okay. Und du arbeitest fleißig. Sehr schön. Ja, Water Siege ist relativ einfach, das können wir schnell erledigen, brauchen wir nur ein paar Eisen für noch. Finde ich auch ziemlich doof, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass man dafür so viel... Oh, verdammt. Ich brauche gar keinen weiteren. Nein. Nein. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich den da drin habe. Warum hatte ich den da drin? Oh, gut, dass er da ist. Gut, dass ich da gerade reingucken wollte. So, dann haben wir 4, wir brauchen 6, 7 Stück. Dann kippen wir mal die Lava-Eimer aus, zumindest 2 Stück. Und packen die mal hier rüber in den Tank. Sehr gut. So, und dann brauchen wir 7 Eimer Wasser. Boah, zum Glück, dass ich unseren Diamanten nicht verschwendet habe. Ein bisschen Blut zwar, aber hey... Glück gehabt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Blub. 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 Und wir brauchen noch ein Slate. Ah, das geht ja schnell. Bald mal wieder. Ich könnte mal eigentlich einen Stack Cobblestone einschmelzen. So spontan. Na gut, jetzt habe ich 2000 Blut verbraucht. Mein Gott. Sehr schön. Ja, Blood Magic langsam, aber sicher kann man die Rezepte dann doch. Jetzt haben wir nämlich 7 leere Eimer, das ist einfach nur, naja. Eine bessere Möglichkeit wäre irgendwas gewesen, was nicht so eisenlastig ist. Okay, so und hiermit kann ich jetzt quasi, könnte ich, Moment, jetzt muss ich erstmal unser System ein bisschen nachfüllen. Gibt es noch gekochte Würmer? Ja. Und hier können wir jetzt quasi genau das gleiche machen wie mit der mit dem Lava Sigil, nur mit Wasser halt. Und was kostet uns das? Auch 100, ist ja süß. Okay. Das ist ja nix. Eimer schnappen, Wasser aufheben und hier reinwerfen. So, alles gut. Wasser, Lava, wir haben so viel Zeug jetzt hier. Wir müssen uns jetzt hauptsächlich auf Enderperlen spezialisieren.
Und ich habe gelesen, dass ich die Flops, genau, auch nutzen kann, indem ich die einfach hier hinwerfe. Ja. Sehr schön. Ich wusste nicht, dass man die direkt werfen darf. Ich dachte, man muss dafür ein Target haben oder so. So, Bettchen kurz. Und richtige Quest auswählen. Eins, zwei, drei, vier. Habe ich meinen Ranch eigentlich hier gelassen? Ja, ein Glück. Ein Glück, dass ich die ganzen Sachen echt hier gelassen habe. So. Klack. Und wir bekommen Enderperlen. Und das dürfte ich jetzt theoretisch jeden Tag wiederholen, also das ist nicht so schlimm. So, Water Sigil haben wir auch abgeschlossen, dann nehmen wir jetzt mal den hier. Bekommen einen Good Reward Bag mit. Einem Reward Bag. Okay. Oh Gott. Ja, das hat sich total gelohnt. Nicht. Oh Mann, ey, mein Hals heute. Sorry, da musste ich gerade mal husten. Boah. Also die Erkältung geht echt nicht schnell weg, muss man ja mal sagen. Das ist nicht so schön. Okay, wie läuft denn die Zeit jetzt hier ab von dem? Wahrscheinlich wirklich in einem Tagesdurchlauf. Mal gucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon ein paar von den Enderperlen, die wir brauchen. Können wir schon mal so machen. Wir brauchen insgesamt halt 8 Stück von den Blöcken. Um hier mit dem Ender Seed weiterzukommen. So, und wie kommen wir auf die Seeds hier? Ich habe bis jetzt noch keine Seeds. Aber hier steht's. You are noticing which is near the circular pier. Okay. Für ein Rezept für die? Nö. Ja, dann organisieren wir einfach ein paar Seeds, würde ich sagen. Na, dich kann ich vielleicht noch gebrauchen. Die Sigil wandern hier oben rein, genau wie ihr. Und du auch. So. Und dann wuseln wir mal hier rüber und versuchen. Oh Gott, guckt euch mal bitte an, was da an Tieren rumsteht. Ja, ernsthaft. Ist ja schon fast nervig. Nicht, dass ich jetzt wegen den blöden Tieren da runterfalle gleich. Glaub's ja nicht. Ah, was warst du für ein Seed? Mandrake Seed, okay. Noch ein Mandrake Seed? Achso, du bist in der Milch, deshalb. Kann das sein, dass wir echt hier nichts kriegen? Ist ja mal äußerst interessant, ne? Im Normalfall hätte man ja jetzt schon wahrscheinlich gefühlte 100 Seeds.
Und die Mandrake-Seeds will ich bestimmt nicht ansetzen hier. Die sind nämlich echt nervig. Und die bringen uns auch nicht wirklich was. Was ist hier eigentlich? Warum wächst da nichts an den Stellen? Alles sehr fraglich gerade. So. Hier hätte ich gerne einen normalen Seed. Er wird da wohl möglich sein, einen normalen Seed zu bekommen. Glaube ich jetzt nicht. Okay, und wenn ich die Hexe anquatsche, die ja was traden will, sagt die mir doch eh nur, ich bin nicht geskillt in dem, was ich da so und so, ne? Schon wieder eine interessante Frage, der man sich stellen darf. Hallo? Wenn ich ihr so ein Mandrake-Seed hinhalte? Okay. Usage. Gibt es nicht. Recipe. Gibt es nicht. Nice. Okay, nochmal kurz ins Buch gucken. Ich habe keine Seeds, also doch, ich habe Melon Seeds. Kann ich die für irgendwas benutzen? Ne. Und mit Blood Infusen kann ich die auch nicht. Zumindest gibt es dafür kein Rezept. Nix. Das ist echt ein bisschen arg merkwürdig. Ich würde sagen, wir brauchen eine größere Grasfläche und eventuell wäre es ja hilfreich, uns die, ja, ich glaube, das wird wohl anstehen. Wir brauchen eine größere Plattform, wir brauchen eine Smeltery und wir brauchen eventuell mal ein paar Werkzeuge. Vielleicht kann ich auch Bone-Werkzeuge herstellen oder so, das wäre natürlich auch noch eine Maßnahme. Einfach um das Ganze sinnvoll zu halten. Dann können wir vielleicht oben das Gras abernten. Sick Touch wäre nice halt. Oder ein Grass Seed, aber ich glaube, die Grass Seeds hat man letztes Mal geschaut, kann man nicht herstellen. Weil man die Seeds nicht herstellen kann. Ja, super. Nicht so witzig. Nicht so witzig. Okay, so, jetzt gucke ich nochmal kurz in die Quest hier. In 4 Stunden ist die schon wieder resettet, okay. Können wir uns jetzt eigentlich nochmal 2, 3, 4, sehr gut. Einfach einmal herstellen. Und zumindest das nochmal machen. Und das sollte eigentlich locker passen. Solange er nicht versucht ist. Ups. Handy ausmachen wäre eine gute Variante. Ja. So. Perfekt. Und der vierte auch noch. Der ist jetzt im Output-Mode.
Dann einmal in den Input-Mode, bitte. Oh, klasse, dabei gehen uns Eimer verloren. Ja, das ist ja super. Da stand doch gerade 4 Stunden, oder nicht? Jetzt steht 6 da. Will der mich verarschen? Ist jetzt noch irgendwas, was ich gerade machen kann? Nö, nö, nö. Wir brauchen Enderperlen und wir brauchen diese Seeds. Creeper Plant Seed könnte man eventuell noch von Mobs kriegen. Ich glaube, da habe ich sogar. Habe ich da schon welche? Nee. Die droppen die auch nicht hier, stimmt. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Das ist ja krass. Ich geh mal kurz schlafen gehen. Und gucken, ob das jetzt freigeschaltet ist. Nö, jetzt sind es 11 Stunden. Das ist echt merkwürdig. Also tut mir einen Gefallen, ja. Warum wären das mehr Stunden und nicht weniger? Wahrscheinlich, weil es muss hier diesen einen Tag und Dings erreichen, oder? Ein Tag, 16 Stunden. Und jetzt sind es 11. Naja. Wie dem auch sei, für heute soll es das auch schon wieder gewesen sein. Wir müssen jetzt halt definitiv mehr von den Enderperlen zusammenkriegen. Und ich glaube, wir werden in der nächsten Folge mal ein bisschen anbauen hier. Und vielleicht eine vernünftige Monsterfalle bauen. Vielleicht ändere ich auch einfach diese Falle hier Tatsache in eine Dropfalle. Das dauert da zwar länger, aber wenigstens haben wir eine vernünftige Grundlage und können halt auch ordentlich Monster umnieten, um unser ganzes Zeug zu bekommen. Ich glaube, das ist somit das Sinnvollste. Vielleicht auch nicht direkt eine Dropfalle. Wir können ja hier auch Punchy-Sticks bauen, glaube ich. Vielleicht eher eine Schlagfalle dann am Ende oder so. Mal gucken. Wie dem auch sei. Für heute war's das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like, einen Kommentar da. Ich freue mich darüber und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao.